Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren kurzen Produktvorstellung. Ich habe schon mal den Prototyp vorgestellt, aber nachdem ich doch jetzt einige Leute angeschrieben haben zum Video zu diesem Messer, halte ich das auch noch mal schnell in die Kamera. Das ist jetzt der Folder vom Fury Fixit. Aus dem letzten Jahr haben wir jetzt den Folder, ein Willumsen Design, exklusiv bei Tools for Chance. So, schauen wir schnell. Das ist wirklich cool geworden. Und ist trotzdem noch im Budget-Bereich geblieben, obwohl wir sogar die Griffschalen auf Titan abgegradet haben. Dafür haben wir eben Einsparungen ein bisschen am Stahl vorgenommen, was auch aufgrund dieses Designs so notwendig war. Mit pulvermetallurgischem Stahl hat sich leider beim Härten diese Geschichte verzogen und mit dem Sandvik 14C28N eben nicht. Und 14C28N ist auch ein sehr guter Messerstahl. Nochmal kurz zurückgreifen, ich habe schon ein paar Mal erzählt, der ist entstanden zwischen Sandvik und Kershaw. Die haben damals einen etwas besseren Stahl für die explizit für die Taschenmesserindustrie gesucht und haben zusammen mit Sandvik diesen 14C28N entwickelt. Und das hat man ja nicht so oft, dass ein Stahl explizit von einem Stahlhersteller und einem Taschenmesserhersteller aufeinander abgeglichen und hergestellt und entwickelt wird. Der 14C28 ist so einer. Und es ist trotzdem halt immer noch ein Stahl, der noch bezahlbar ist. Wenn du halt in so ein Messer auf irgendeinen Hightech-Stahl gehst, ja, dann verdoppelt oder verdreifacht sich gleich der Messer, der Preis dieses Folders, nur wegen dem Stahl. Dann hast du wieder ein teures Messer, das dann nachher vielleicht wieder nur in der Vitrine als Sammlerstück landet. Und das soll ein gutes Gebrauchsmesser werden. Ne? Ja, wir haben Titangriffschalen aber spendiert. Und ein wirklich schönes Carbon ist hier drin. Das funkelt regelrecht und man hat manchmal das Gefühl jetzt hier mit diesen Tageslichtscheinwerfer, als wenn da noch ein Blau drin wäre. Aber es ist je nach Lichteinfall reflektiert eben dieses schöne Carbon hier drin. Etwas schwarz, etwas grau, etwas ganz dunkelbraunes, violettes und manchmal noch ein Blautouch, ne? Obwohl eigentlich alles schwarz sein sollte. Aber es ist ein krasses Carbon, hat so ein bisschen was von einem Boulder-Opal aus Australien, gerade so, ne? Wie wenn es blau. Ich weiß nicht, wie man es auf der Kamera wirklich sieht, aber cool. Also schön eingepasstes Inlay, gerade hier neben die Aussparungen hier um das Lanyard holen, um die Schrauben. Das ist echt cool gemacht. Sitzt bombengenau da drin. Ne? Also absolut passgenaues, schönes Inlay in Titangriffschalen. Hier ist noch eine Keramikkugel. Lässt sich schön einfädeln und wieder aus der Hosentasche ziehen. Und ein cooler Folder. Der läuft hier im Hohlschliff zusammen, ist also hier ganz fein. Schöner Schneidteufel, die Spitze ein bisschen stabiler ausgeführt, weil die vorderen 2 cm so im Flachschliff runtergehen. Und dann hier natürlich das hier oben, das ist einfach ein Designelement, weil, wenn wir, ne, wie alle Autos, die aus dem Windkanal kommen, sehen alle Autos irgendwann gleich aus. Und wenn alle Messer nur nach 100% Nutzen gebaut werden, haben wir alle irgendwann dieselben Taschenmesser. Darum hier ein bisschen, ne, und Willumsen macht nun mal so ein bisschen verrückte Designs. Darum hier etwas anderes, ne? Kein Mainstream. Ne? Also, das ist kein Folder, den du an jeder Ecke so findest. Schön, Frame Lock, verriegelt sauber, Flipper, Detent, zieht sauber rein. Clip, schön, mit 2 Schrauben hier drauf, fetter Backspacer hier und lässt sich sehr gut flippen. Schöne Handlage, hier durch diesen Guard hier sicher geschützt. Kein Abrutschen auf die Klingen möglich. Hier kannst du auch nochmal schön. Der Daumenballen wird hier aufgesetzt auf diesem Rücken. Tolle Handlage. Gutes Gebrauchsmesser. Sieht aber auch gut aus, ne? Einfach mal etwas exotisch. Noch nicht immer Mainstream. Ein bisschen Fett drauf, aber gut. Die sind halt so aus der Fertigung, ne? Das macht nichts. Kann man abwischen. Beziehungsweise schützt hier auch noch ein bisschen die Klinge, bis sie zum Gebrauch kommt. Schöner Folder. Schöner Folder und Preis-Leistung hier natürlich echt top. Carbon, Titan, Sandvik 14C28N und abgefahrenes Design. Cool. Fury Folder 2024, schon ein etwas Modell, ein Projekt, das ist schon etwas länger her. Nicht umsonst haben wir hier noch stehen, Fury 2022. Aber hat natürlich jetzt gedauert, bis es eben auf den Markt kam, 2024. Ja, das ist heutzutage alles nicht mehr so schnell umzusetzen, wie es früher vielleicht mal möglich war. Ne? Wir sind ja froh, dass wir solche Projekte überhaupt auf die Beine stellen und durchziehen können.
Aber wir haben auch gesagt, lieber lassen wir uns Zeit und es kommt ein Produkt dabei raus, das dann auch wirklich schön ist. Und das ist er, das muss ich sagen. Folder, der mir persönlich richtig gut gefällt. Das war's. Wir wollen sich zu lang werden lassen. Ah ne, doch, wir machen doch schnell Maße. Okay, sorry. Das interessiert halt doch den einen oder anderen noch auf den Millimeter genau. Wir haben ja die kürzeste Stelle. Ich würde mal sagen, ja, das ist hier eine 9 cm Klinge. Und damit kann man doch, glaube ich, schon ganz gut was anfangen. Gesamtlänge von 21,5 cm. Und Gewicht von dem Folder genau 200 Gramm. Ja, das ist ein ordentliches Teil, ne? Das ist ein ordentliches Teil. Ja, gut, der wechselt so ein bisschen hin. Ja, plus minus, komm, lassen wir bei 200 Gramm, 199 Gramm, da so ein Gramm hin und her. Also, was ordentliches. 21,5 cm Gesamtlänge, 9 cm Klinge, fast 200 Gramm. Das ist doch mal eine Ansage. Und das Ganze im Budgetbereich. So, dann sage ich danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Wir haben noch ein paar Neuheiten. Hier wird es nicht langweilig.